Nach mehr als zwei Jahren Kampf zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften auf dem Schlachtfeld haben die ukrainischen Truppen nun damit begonnen, in russisches Territorium vorzudringen. Aus diesem Grund hat Russland am Samstag ein spezielles Sicherheitsregime in drei Grenzregionen eingeführt, während es Schwierigkeiten hat, auf den größten Einmarsch ukrainischer Truppen auf sein eigenes Territorium seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 zu reagieren. Um den ukrainischen Streitkräften entgegenzutreten, hat Russland das sogenannte Antiterrorregime eingeführt, das den Sicherheitsdiensten erlaubt, Bewegungen einzuschränken, bestimmte Gebiete zu isolieren und die Kommunikation in den Regionen Belgorod, Kursk und Bryansk an der Grenze zur Ukraine zu kontrollieren. Rund 1000 ukrainische Truppen, unterstützt von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen, überquerten die Grenze und stürmten in die russische Region Kursk, in einem Überraschungsangriff, der laut ihren Angaben die Position Kiews in möglichen Friedensverhandlungen nach den US-Wahlen stärken soll. Obwohl der russische General Waljerich Garasimov erklärte, dass der Einmarsch gestoppt wurde, ist es den Russen bisher nicht gelungen die ukrainischen Truppen über die Grenze zurückzudrängen. Aufgrund des überraschenden ukrainischen Angriffs haben die Russen begonnen, Vermutungen anzustellen. Der Kommandant der russischen Spezialeinheit Ahmad, Abti Alaudino, behauptet, dass das NATO-Kommando die Operation leite und seiner Meinung nach seien überall ausländische Soldaten zu sehen, hauptsächlich Franzosen und Polen.